Buonasera, buonasera, das seid ihr, die Blamage der Liga. So reg ich mich auf. Tschö, los geht's. Geh. Buonasera, 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 meine Schalke-Freunde und Sportskameraden und YouTube-Freunde zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute unsere Spielszenen des Spiels gibt 5 Spielszenen, 3 gute, 2 schlechte und erstmal zum Spiel muss ich sagen, war eine super Einstellung von unserer Mannschaft. Ich muss jeden loben, die Mannschaft, das Trainerteam, die Fans, wie sie die Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, wirklich top, top, top. Und ich hoffe, das beflügelt die Spieler, weil die da gesehen haben, was passieren kann, wenn die mit so einer Einstellung in jedes Spiel gehen, was die Fans dann für Trubel auf der Tribüne machen, wie sie die anpeitschen vorne. Ey, erstmal einen Applaus an unsere Fans, die in der Arena waren, ey, 25.000 waren da, aber mir kam das vor dem Fernseher, 60.000 war ausverkauft. Ey, wirklich, ihr wart wirklich klasse. An allen Fans, die im Stadion waren, ihr wart klasse und habt uns Schalker, die alle vom Fernseher standen, glücklich gemacht, muss ich sagen. Und auch an der Mannschaft, man hat gesehen, da ist eine Mannschaft auf dem Platz. Auch die Ersatzbank beim 3-1 von Terode, wie die alle gefeiert haben. Die ganze Bank ist auf Terode draufgegangen. Ey, wie geil, das ist Gemeinschaft. Und so muss das weitergehen, aber auch mit den Fans. Und dann können wir viel, viel erreichen. Aber wir haben erstmal nur ein Spiel gewonnen. Lassen wir die Kirche im Dorf, weil viele schon sagen, hey, ihr habt gefeiert, ob wir Meister geworden sind. Nein, wir haben gefeiert, weil wir glücklich waren, weil wir endlich das Schalke gesehen haben, was wir uns so lange gewünscht haben, mit Leidenschaft. Und ich habe auch viele Kollegen, die im Stadion waren, die haben gesagt, das war eine unglaubliche Atmosphäre. Sogar nach dem Spiel waren die noch lange da und haben gefeiert. Hey, das haben wir uns mal endlich verdient, oder nicht? Ich bin dafür, wir haben uns das verdient, mal glücklich zu sein, ein schönes Wochenende zu haben. Und ich hoffe, dass wir mal öfters so feiern können. Ja, dann kommen wir zu meinen 5 Spielszenen. Des Spiels gegen Fortuna Düsseldorf. Fangen wir erstmal mit der ersten Spielszene an, zum 1-0 für Düsseldorf. Ja, viele sagen, Itakura ist auch daran beteiligt, er stand falsch. Man muss auch bedenken, als Abwehrspieler musst du auch mitdenken. Das heißt, du musst die Spielszene denken, oh, da ist jetzt der Ball, was kann ich machen? Ich gucke nach links, ich gucke nach rechts, pass auf, da kann ich helfen. So. Viele sagen, Itakura stand falsch. Ja, kann man sagen, stand falsch. Aber Itakura spielt ja nicht alleine hinten. Da müssen andere Mitspieler auch mitdenken. So, Chau hat hier den Ball. Hier den Ball. So, er macht einen langen Ball. Einen langen Ball. So lang. So, der Ball wird abgefangen, kommt wieder zurück. Sein Gegenspieler geht zum Ball hin. So. Chau geht hinterher. Der Chau ging hinterher, wo sein Gegenspieler den Ball hatte, ging Chau hinterher. Itakura war ja hier. So, geht auch hier hin. Er steht ja frei. Er steht ja frei. So, aber der Spieler von Düsseldorf, der hier war, der Ball, er spielt den Ball aber hier rein. So, was kann man da machen? Hier steht Kaminski. Kaminski ist klar, konzentriert sich auf den hier. Er läuft hier rein. Kaminski läuft mit. So, er kommt schnell an den Ball. Köpft ihn hier hin und er macht das 1-0. Was hätte man machen können? So, Beispiel. Nur ein Beispiel. So, der Ball wird hier hingespielt. So, er hätte mitdenken müssen, vielleicht er hingehen mit einer Grätsche oder mit irgendwas, schon mitdenken können, ah, wenn er da hinspielt,
gehe ich dahin und hau und dresch dagegen. Bam. Dann kommt er gar nicht zum Ball und kann den da reinballen. Oder Peilsen, denkt man ein bisschen mit. Wo hier die Szene war, hätte Peilsen mit ihm quasseln müssen. Heißt, geh da rein oder geh hier rein. Ich laufe schon automatisch dahin. Da gibt so viele Faktoren. Reden. Aber da sind so viele Fehler passiert. Man sagt immer, Itakura war falsch. Aber Itakura musste ja mitdenken. Er ist hingegangen, um den Chao zu helfen. So, Chao macht einen langen Ball. Und die Szene in der Zeitlupe sieht das so einfach aus. Aber im schnellen Modus, aber in dem Moment, geht der Druckzug. Und da hätten die sich besser abstimmen können, auch mit dem Peilsen, Kaminski, meine Sicht. Das ist meine Sicht. Für mich war nicht nur Itakura schuld. Da hätte Kaminski und Peilsen miteinander auch reden können. Eher schalten müssen mit Kopf, schneller nach hinten gehen können. Oder schalten können, bumm, dazwischen gehen. Das war die erste Szene, wo wir das 1-0 kassiert haben gegen Düsseldorf. Und aber ich fand die Reaktion von unserer Mannschaft top. Wirklich. Fand ich top, weil die haben super reagiert. So, da kam eine Szene zum 1-1. Ich mach mal hier auf kurz. Was ich wirklich gut fand. So, hier stand der Rode, hier stand der Bülter, hier stand der Drexler. Die waren gedeckt, er war gedeckt, aber in dem Kreis so, Terode stand so. Dann kam noch der Drexler hinzu, hier war noch ein Spieler. So, da kam ein langer Ball, so, der sollte eigentlich zu Terode, aber der Spieler von Düsseldorf hat reagiert, aber was ich gut fand, er hat ja nicht weggedroscht, er hat ja versucht, den Ball anzunehmen. Drexler ging schon drauf. So, dann hat der Spieler von Düsseldorf den Ball angenommen, versucht anzunehmen, ist ihm bisschen weit vom Fuß abgeprallt. Bülter hat sofort reagiert. Terode stand hier. Was, das fand ich ja gut. Kopf eingeschaltet. Auf Fehler aufpassen vom Spiel, vom Gegner. Da musst du präsent sein, da musst du sofort da sein. Und das hat diesmal der Bülter gemacht. Er hat sofort den Ball sich erobert, zu Terode gespielt. Bülter ist gelaufen, Doppelpass, Terode macht das 1-1. Und das war ganz klasse, abspielen, Doppelpass, boom, allein aufs Tor. Da ist das 1-1. Aber was ich am besten fand, die haben aufgepasst, die haben geschaltet im Kopf. Und das sage ich ja immer im Fußball, ihr müsst mitdenken, nicht nur laufen. Laufen kann jeder, aber du musst auch mal ein bisschen mitdenken im Spiel. 70% ist Laufen, 30% ist hier im Kopf. So, das war die zweite Spielszene. Dann kam eine dritte Spielszene, wo wir den Pfosten getroffen haben, durch Bülter, auch wieder durch Bülter. Da stand es ja, glaube ich, 1-1. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Da muss ich wirklich sagen, hier war der Drexler, Orian, Terode, Bülter. So. Terode war gedeckt, Bülter war gedeckt. So. Was ich gut fand, das war eine gute Situation, wo ich mir denke, die beiden verstehen sich immer mehr oder da trainieren die auch im Training. Und deswegen muss ich mich wieder korrigieren. Ich sage nochmal, Bülter und Terode passen super im Sturm zusammen. Obwohl ich immer gesagt habe, da muss der Hopp hin. Der Bülter ist ein Linksaußenspieler, linkes Mittelfeldspieler. Aber langsam gewöhne ich mich dran. Und ich muss sagen, die beiden verstehen sich wirklich top. Die suchen sich immer. Und Bülter kann ruhig im Sturm bleiben. Bin ich ehrlich, sage ich das nochmal. Er kann im Sturm bleiben mit Terode, weil die beiden verstehen sich blind. Ist so, blind, obwohl die jetzt erst zusammenspielen. So, da kam in der ersten Halbzeit, war er noch. Drexler führt den Ball, spielt zu Obian. Obian läuft sich frei. Dann spielt er hier rein, flach. Und das macht Terode
Gut. Täuscht an zum Schießen. Tut so, geht hin. Sein Spieler kommt mit. Tut so, ob er zum Ball geht. Lässt ihn schön durch. Bülter, wieder Bülter. Kopf, mitgedacht. Haha, Terode kann ihn durchlassen. Da muss ich sofort präsent sein. Was macht der Bülter? Läuft, schießt, leider war er an Pfosten. Und das ist es ja. Präsenz, mitdenken. Ey, wenn der Ball jetzt reinkommt, nicht einfach nur stehen bleiben und warten, dass der Ball mir auf den Fuß kommt. Mitdenken. Und das hat der Bülter super gemacht. Terode auch gedacht, hat sich auch gedacht, ey, ich lasse ihn durch. Bülter kriegt den schon. Und ich denke mal, da trainieren die auch im Training. Deswegen hat das super geklappt. Und schade, da hätten wir schon 2-1 führen können. Haben die auch super gemacht, war eine gute Kombination, wo ich gesagt habe, boah, das, so liebe ich Fußball, mitdenken und so kannst du auch Erfolg haben. Das war die Szene fast zum 2-1, das war der Pfostenknaller dann. Da war ja Pfosten von Bülter und das haben die wirklich klasse gemacht. Man muss ja auch die Spieler mal loben, ne? Nicht immer draufhauen. Ich hau ja gerne immer drauf, das wisst ihr. So, da kommt die vierte Szene und das war das 2-1 für uns direkt nach der Halbzeit. Und das, was wir gedacht haben in der zweiten Halbzeit, dass wir wieder Gang zurücklegen und sagen, boah, ruhig, wir lassen erstmal Düsseldorf kommen. Nein, wir sind draufgegangen, wollten da 2-1 machen und dann kam da 2-1, wieder so eine Situation. Hier war Ovejan, hier war sogar der Bülter mit dabei. Hier der Drexler, hier Terode. Hier war der Drexler gedeckt, hier war der Terode gedeckt. Und dann die gleiche Szene, nur umgekehrt. Diesmal der Drexler hier und Terode hier. Und der Bülter hat diesmal die Flanke reingemacht. Die Flanke war aber nicht jetzt... Gut, ich denke mal, der wollte den hochbringen zum Tirole, zum Kopfball, aber ist ihm nicht so gelungen, gehe ich mal davon aus. Kam hier rein. So, was hat Drexler wieder gemacht? Dasselbe, was Tirole vorher gemacht hat beim Pfostenschuss. Tut so, ob der schießt, lässt den Ball durch. Tirole mit Kopf, direkt, fast ein Stürmer, sofort reagiert. Boben macht dann 2-1. Und das ist, was ich liebe. Mitdenken, nicht einfach hier stehen bleiben und warten, dass der Ball mir auf den Kopf fällt. Nein, mitdenken, was macht mein Spieler? Täuscht er an oder versucht er zu schießen? Ich muss präsent sein und das hat er gemacht. Er war präsent, der Terode, wieder mitgedacht, durchgelassen, bumm, war das 2-1 für uns und das Stadion war am Beben. Und da muss ich sagen, wirklich, das war geil, das war einfach geil, weil... Da habe ich gesagt, boah, die Jungs sind da, die Jungs haben richtig Spaß, Bock und die sind auch mit dem Kopf dabei. Und das ist ja, was im Fußball zählt, nicht nur Laufen, auch Kopfsache. Das, was ich auch immer zu den Jungs sage, nicht nur Laufen, 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 mitdenken. Ja, und jetzt zu der letzten Szene, hätten wir fast den Ausgleich kassiert, da hat der Fährmann wirklich auf der Linie klasse gehalten. Und da bin ich, war ich, boah, habe ich gesagt, meine Güte, da muss man doch als Abwehrspieler auch mitdenken. Ich weiß, du bist kaputt, 70., 75. Minute, aber hey, hallo, als Abwehrspieler mitdenken. Und dann war die Szene, hier war der von Düsseldorf, hier war einer von Düsseldorf und jetzt, was mich am meisten aufregt, war 1, 2, 3. So, und hier war Schau. So. Das, was ich immer gedacht habe, ey, als Abwehrspieler hier, ich mache mal hier den Schau. Wenn einer den Ball im Strafraum hinspielt, da reinspielt, der Abwehrspieler rennt ja auch mit da rein. Ist normal. Er spielt den Ball da rein und der Abwehrspieler rennt auch hier rein. Der Abwehrspieler steht da. Er spielt in den Ball hier rein. Er läuft hier rein. Zwischen die beiden Spieler läuft er hier rein. So, ist doch normal.
wenn er den Ball da reinspielt, ist klar. So, er will den Ball noch wieder haben. Und das Schütze ist, er kriegt den Ball auch wieder. So, aber Ciao steht hier. Wo er sieht, wenn er, ein Spieler muss ja mitdenken, wie ich sage, ein Spieler muss mitdenken. Wenn ich sehe, er spielt in den Ball und sehe, dass er schon läuft. Junge, geh da hin. Geh doch dahin, der sieht doch schon, dass er den Doppelpass haben will. Geh dahin, störe. Ganz einfach. Wenn er dahin geht, geh als Abwehrspieler dahin. Nein, Ciao stand da. Der stand und hat nur zuguckt, nur gewartet. Und das war ein Riesenfehler für mich. Da hätte der Ciao hingehen müssen. Dann hätte der Fährmann nicht so parieren müssen, aber hat der klasse gemacht, der Fährmann. Und das ist, was ich immer betone, Kopf mitdenken im Spiel. 90 Minuten musst du da sein. Wenn du körperlich platt bist, dann lass dich auswechseln oder konzentrier dich mehr. Immer mehr konzentrieren. Und dann ist wirklich im Fußball, sagt man, 70 Minuten laufen, aber 30% sind hier Kopfsache. Aber wir haben den Sieg eingefahren. Das war richtig geil. Hat richtig Bock gemacht. Das Spiel hat auch Bock gemacht. Auch Düsseldorf hat gut gespielt. Das war ein klasse Zweitligaspiel. Und wir haben endlich die 3 Punkte im eigenen Stadion gelassen. Auch für die Fans war das ein super Wochenende. Haben wir genossen alle. Und so muss das sein. Und so muss das jetzt weitergehen. Im nächsten Spiel wollen wir wieder diese Leidenschaft haben. Und wenn man diese Leidenschaft bringt, dann wissen doch die Spieler, was dann auf der Tribüne los ist, was die Fans uns mit dieser Energie, die Fans, die Mannschaft tragen kann. Und ich finde das gut, deswegen nochmal ein Lob an das Trainerteam, an die Mannschaft, an den Betreuer, an alle und besonders an die Fans, die im Stadion waren. Ihr wart klasse, ihr wart klasse. Ich hatte Gänsehaut am Fernseher. War wirklich klasse. Daumen hoch an euch. So, das waren meine 5 Spielszenen. Für das Spiel gegen Düsseldorf. Schreibt ihr in die Kommentare, ob ihr die Spielszenen vielleicht auch anders gesehen habt. Kann ja auch sein, ihr habt das anders gesehen. Schreibt ruhig in die Kommentare. Ich lese mir die Kommentare gerne durch. Und dann kann ich auch antworten. Oder ich brauche nie antworten, wenn ihr richtig liegt. Dann kann ich auch sagen, ja, stimmt. Hab ich nicht gesehen. Aber kann möglich sein. So, schreibt reichlich in die Kommentare. Und nicht vergessen, wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da, ist kostenlos, würde mich sehr, sehr freuen. Oder liken. Ihr könnt auch teilen, wenn ihr Lust habt. So, das war's. Dann wünsche ich euch alle noch einen schönen Abend. Buona notte, bleibt gesund und ciao, Glück auf. Was mache ich da so? Ja. Ciao und Glück auf. Buona sera, buona sera. Das seid ihr, die Blamage der Liga.